Moin, Penner im Auto hier. Mein Name ist Tobias, ich reise seit über 2 Jahren durch Europa und im heutigen Video geht es um das Thema Solo-Reisen. Macht man sowas überhaupt? Warum macht man so etwas? Was sind die Vorteile, Nachteile? Ich möchte an dieser Stelle bemerken, dass es bei dem Video nicht darum geht, andere Leute kennenzulernen. Dafür habe ich bereits ein eigenes Video gemacht. Des Weiteren, wenn du irgendwelche Fragen oder Anmerkungen hast, dann schreib es in die Kommentare. Ich lese mir alles durch und vergewissere dich auch, dass du in den Kommentaren vorbeischaust. Die Informationen, die da zusammengetragen werden, sind echt der Hammer. So, und wie immer gibt es noch ein paar kleine Updates zur aktuellen Reise. Ich habe versucht, in die Türkei reinzukommen, die haben mich nicht reingelassen. Ich hätte über Bulgarien fahren können, aber das habe ich dann nicht gemacht, da ich so langsam nach Hause muss. Ich bin nach Plovdiv gefahren. In Bulgarien, habe mir die Stadt angesehen, wunderschön, bin dann nach Sofia gefahren. Das war sehr interessant. Jetzt aktuell bin ich im wunderschönen Nordmazedonien oder nur Mazedonien, wie man hier sagt. Das ist wirklich einfach nur traumhaft. Die Menschen sind total super, das Essen ist unglaublich und ich habe wirklich jede Minute genossen, bis ich dann in der Hauptstadt Skopje mein Fenster zerdeppert habe. Das ist mir so peinlich. Ich wünschte, ich könnte sagen, da hätte jemand versucht einzubrechen, aber nein, das ist komplett meine Schuld. Ich habe dann von der Innenseite ein Holzgerüst gebaut, dass man hier nicht reinkommt. Von außen alles ordentlich mit einer Folie und Kleber wasserdicht gemacht. Jetzt befinde ich mich ein Stückchen vor der Hauptstadt in Matka Canyon, in der Matka Schlucht. Genug gelabert, kommen wir jetzt zum Thema Solo-Reisen. Da stellt sich natürlich die erste Frage, machen Leute sowas überhaupt? Alleine in ein fremdes Land fahren, wie bescheuert kann man eigentlich sein? Und die Antwort, die ich da ganz klar geben kann, ist ja, das machen viele Leute. Selbst jetzt bei meiner Heimreise stoße ich ständig auf Solo-Traveler, die das seit Ewigkeit machen und darauf schwören. Den letzten, den ich kennengelernt habe, ist Jonas. Ich schreibe den direkt mal an und frage den einfach mal, warum der Solo-Traveling macht. Das ist auch interessant. Warum machst du das? Vor- und Nachteile und so weiter. Mal gucken, was er so dazu sagt. Ja, zum Thema Solo-Reisen gibt es tatsächlich auch Online-Communities. Ich empfehle die auf Reddit. Die ist riesig. Da findet man alles, was man dazu wissen muss. Die Community gibt es, weil es tatsächlich sehr, sehr viele Leute machen. Warum machen die Leute das denn überhaupt? Was sind die Vorteile? Man geht natürlich immer davon aus, dass man beim Solo-Reisen dann die ganze Zeit alleine ist. Aber die Wahrheit ist, wenn man alleine unterwegs ist, dann lernt man Leute viel schneller kennen, weil man auch keine Bedrohung für die Leute darstellt. Und außerdem, wenn ich jetzt hier mit einem Kollegen herlaufen würde, dann würde ich mich mit ihm zusammen abschotten, was als alleine Reisende nicht wirklich möglich ist. Und so lernt man auf natürliche Weise viel mehr Leute kennen. So kann ich persönlich meine Freunde ständig wechseln, anstatt dass ich einen Kumpel habe, mit dem ich ständig zusammenhängen muss. Boah, sieht das hammermäßig hier aus. Guckt euch das an. Ist das nicht schön hier? Womit ich auch zum Vorteil komme, der die meisten fanatischen Solo-Reisende am Haken hält. Man kann machen, was man will. Man musste keine Kompromisse mit irgendwen eingehen. Einfach 20 Kilometer durch die Berge latschen. Man legt einfach drauf los. Oder auch, wenn man im Museum sich Zeit lässt. Es gibt Leute, die ja 8 Stunden in einem Museum verbringen. Als Solo-Reisender ist das natürlich gar kein Problem. Oder was essen wir? Wo essen wir? Diese ganzen Kleinigkeiten können einem die Reisen auch vermiesen. Deswegen ist mir dieses Video auch so wichtig, weil man kommt da auch nicht von alleine drauf. Die meisten Leute entdecken das Solo-Traveling für sich, weil sie auf Geschäftsreise gehen müssen und dann merken, wie cool es ist, oder weil sie mit einem Freund oder mit einer Freundin Tickets geholt haben, aber die Freundin oder der Freund dann nicht mehr können. Deswegen reist man dann halt alleine dorthin und man entdeckt, wie hammermäßig das ist. Ein weiterer wichtiger Punkt, den die meisten Leute ignorieren, sind auch die Ausgaben. Wenn ich mich vergleiche mit, als ich mit dem Vanlife anfing, da habe ich im Monat fast 2000 Euro ausgegeben. Das würde jetzt gar nicht mehr klappen. Ich gebe jetzt 400 Euro aus, wie in dem 400-Euro-Video erklärt. Ich kann hier Museen und Burgen einfach gar nicht mehr sehen. Das mag sich vielleicht für manchen komisch anhören, aber das hat schon Freundschaften zerrissen. Ich könnte nicht mit jemandem abhängen, der den ganzen Tag nur am Strand liegen will und Cocktails schlürft. Aber ich merke sofort, dass ich wieder anfange zu nörgeln, was ich mittlerweile nicht mehr mache, denn wenn man alleine reist, entwickelt man sich weiter. Wie ich das meine? Wenn ich auf meinen Solo-Reisen zum Beispiel ein Arschloch bin, dann werde ich eine schlechte Zeit haben. Dann werde ich eine sehr, sehr schlechte Zeit haben. Also lerne ich automatisch, nicht so ein Arschloch zu sein. Wenn ich zu schüchtern bin, habe ich eine schlechte Zeit. Nörgel ich zu viel, habe ich eine schlechte Zeit. Und dann lernt man das zu korrigieren. Und das ist alles ein schließender Kreis, der dafür sorgt, dass man sich selber weiterentwickelt. Aber nicht nur so, man entwickelt sich auch noch auf eine andere Art und Weise. Doch zunächst suche ich mir erstmal eine Stelle raus, wo ich hinfahre. Und zwar steigert sich dein Selbstbewusstsein mit jedem einzelnen Ort, den du besuchst. Diese ganzen Städte, die ich besucht habe, die ganzen Berge, die ich erklommen bin, die ganzen Strände, an denen ich lag. Ganz sicher bin ich mir nicht, warum das so ist, aber ich habe da eine Theorie. Und zwar denke ich, dass das tierische Hirn natürlich denkt, hey, ich habe das alles tatsächlich selber überlebt. Wenn man dann noch die Einheimischen kennenlernt oder mit Leuten an diesen Stränden Feuer macht und das alles komplett allein. Ja, das ist schon, das gibt einen
ganz tief drin, ja, Selbstbewusstsein einfach. Ich glaube nicht, dass ich dasselbe hätte, wenn ich mit einem Partner unterwegs wäre. Dann würde ich das immer unbewusst auch auf ihn oder auf sie rüberschieben, dass wir immer füreinander da waren. Und jetzt habe ich aber das Gefühl, dass ich mir selber einfach vertrauen kann. Aber das liegt auch nicht nur an den Orten alleine, sondern es liegt auch tatsächlich an den Situationen, die man alleine meistert. Ich hatte ja bereits in dem Sicherheitsvideo detailliert von den drei versuchten Einbrüchen erzählt oder auch andere knappe Situationen im Straßenverkehr. Dann sind solche anderen doofen Situationen wie zum Beispiel das zerschepperte Fenster vergleichsweise nur noch ein kleines Problem. Natürlich weiß ich, dass ich das alleine wieder gerade biegen kann. Dann habe ich halt eine Stunde daran rumgefummelt und bin in die Stadt gegangen. Das ist alles ein bisschen so, als ob man durch so ein Meer von Chaos schwimmen würde. Kaum hat man sich an einen Ort gewöhnt und hat das Gefühl, die Situation unter Kontrolle zu haben, dann ändert es sich einfach komplett. Wo kriege ich hier was zu essen her? Wo kriege ich hier was zu trinken her? Ich hoffe, ich kann es irgendwie damit verdeutlichen. Diese ganzen Orte und diese ganzen Situationen, die man dazwischen hat, die sorgen halt einfach dafür, dass man sein Selbstbewusstsein deutlich verstärkt. Solche Situationen sind es aber auch, oder solche Orte sind es auch, die beim Solo-Reisen viel intensiver sind. Das hier ist für mich wunderschön. Mit einem Partner wäre das nicht so intensiv. Was aber auch gleichzeitig bedeutet, dass die schlechten Momente wie mit dem Fenster auch in diesem Moment super, super kacke sind. Denn dann ist halt gar keiner da, der sagt, ja Tobi, das schaffen wir schon oder sonst irgendetwas. Das Thema Selbstvertrauen und Eigenentwicklung anzusprechen war jetzt für mich persönlich sehr wichtig, weil ich das bei mir definitiv gemerkt habe. Ich kann natürlich verstehen, wenn manche Leute sagen, ja, aber diese ganzen Situationen, die überfordern mich total. Campt erstmal am anderen Ende eurer Stadt, dann vielleicht am anderen Ende des Bundeslands und eskaliert langsam immer weiter. So wie ihr euch halt eben wohlfühlt. Für Frauen ist es sicherlich schwerer als für Männer. Deswegen können die es langsamer machen. Aber von allen Leuten, mit denen ich gesprochen habe beim Solo-Reisen, da haben die Frauen eigentlich keine großen Unterschiede als wir Männer. Außer einem. Und zwar geht es ganz klar um Sexismus. Ich denke, dass Männer Frauen eher anmachen, wenn sie alleine sind. Und da habe ich gehört, dass die Frauen dann gerne einfach sagen, dass die verheiratet sind. Die tragen einen Fake-Ehering und der Mann ist hier um die Ecke. Das soll ganz gut funktionieren. Und sagt den Leuten, die sollen sich verpissen. Hört auf, nett zu sein, wenn sie es übertreiben. Das ist so ziemlich alles, was ich darüber weiß. Auch für euch soll es nicht allzu schwerer sein. Falls ihr da eine andere Erfahrung mit habt, dann schreibt es mir bitte. Das würde mich wirklich interessieren. Womit man dann noch ein Wort zum Thema Sicherheit bringen muss. Das Thema Sicherheit habe ich ja bereits in einem eigenen Video ausführlich durchgekaut. Speziell beim Solo-Reisen ist die einzige Sache, die mir einfällt, dass man natürlich auf der besseren Seite ist, wenn man noch einen Partner dabei hat. Sollte ich jetzt hier in den Bergen zum Beispiel stürzen, dann könnte die andere Person halt loslaufen und Hilfe holen. Das Thema Sicherheit, das ist einer der großen Ängste. Die andere große Angst ist natürlich die Einsamkeit. Da habe ich schon drüber gesprochen. Ich muss drüber lachen, wie ich am Anfang Angst davor hatte, einsam zu sein. Dann merkt man, ey, es ist okay. Und plötzlich öffnet man sich und das ist eigentlich gar kein Thema mehr. Jetzt muss ich ein bisschen abdriften. Wenn man jetzt in einer Beziehung ist, man will rumreisen ohne den Partner. Ich glaube, das funktioniert nicht. Wenn ich drüber nachdenke, wie sehr ich beim Reisen von zu Hause abgelenkt bin und auch keinen Bock habe, ständig mit jemand zu Hause zu telefonieren, dann muss ich sagen, würde so eine Beziehung nicht funktionieren. Also der Partner, der zu Hause bleibt, hat definitiv was Besseres verdient. Ja, also wenn man in der Beziehung ist, dann den Partner mitnehmen und für mich ganz klar einen getrennten Raum haben. Ich persönlich würde es so machen, dass im Camper eine Trennung stattfindet, dass man seine Privatsphäre hat. Mir ist das klar geworden, als ich viel über die Hundeerziehung gelernt habe. Hunde sollen auch einen Ort oder ein Körbchen, wo sie sich zurückziehen können. Und für mich gilt das als Mensch eben auch. Jetzt bin ich äußerst gespannt, was der Jonas geschrieben hat. So, Jonas, mein Lieber. Er schreibt, ich reise alleine, weil es sich so ergeben hat. Mittlerweile weiß ich, dass es für mich das Beste ist, alleine zu reisen. Ich bin auch schon mit anderen gereist, Kollegen oder anderen Frauen. Ja, das habe ich tatsächlich auch gemacht. Aber gerade im kleinen Camper kann es auf Dauer schwierig werden, da zu zweit da Privatsphäre nicht vorhanden ist. Ein großer Vorteil ist, dass man nicht diskutieren muss, wo es hingeht, wo man ist oder welchen Film man schaut. Und auch aufstehen kann ich, wenn ich es mag. Ich will hier nochmal bemerken, dass der Typ seit 7 Jahren herumreist, ultra erfahren ist und wirklich weiß, wovon er da spricht. Ich würde in Zukunft gerne eine Partnerin finden. Sie sollte im Idealfall einen eigenen Camper haben. Aber es ist schwierig, eine Partnerin zu finden, die 10 Monate auf Reisen kommt, in Deutschland alle Sicherheiten aufgibt.
3 Wochen irgendwo hinfahren ist cool, aber Langzeitreise ist eine Lebensform. Die Nachteile sind ganz klar, dass manchmal jemand fehlt, mit dem man das alles teilen kann. Oh, das ist richtig tief. Also ich sehe das ganz deutlich so, dass ich, wenn dann unterwegs jemanden kennenlernen würde, jemand, der das auch schon tatsächlich macht. Ich weiß aber nicht, wie man zusammen sein sollte, weil Vanlifer für gewöhnlich so viele Leute unterwegs kennenlernen, dass man da nur mit wenigen dauerhaft Kontakt hält. Also ob da so eine Beziehung funktionieren würde, weiß ich wirklich nicht. Und da man halt eben dadurch das Solo-Reisen aufgibt und damit auch die wundervollen Freiheiten, einfach machen zu können, was man will. Deswegen halte ich für möglich, aber so rein von der Wahrscheinlichkeit glaube ich eher nicht, dass das passieren würde. Viele Leute fangen gar nicht erst mit dem Reisen an, da sie denken, dass der passende Partner fehlt. Für mich war Reisen von Anfang an ein großer Traum und ich brauche da nur mich selber zu. Reisen kommt bei mir an allererster Stelle. Ansonsten scheitert der Traum dann an der Frau. Okay. Danke, Jonas, an der Stelle. Hallo. Ja, das war echt interessant, mal seine Meinung zu hören. Und auch wenn man mit anderen Leuten darüber spricht, gleicht sich das alles irgendwie ab. Jeder hat so kollektiv die gleiche Meinung darüber. Also Vanlife an und für sich alleine ist schon echt hammermäßig. Aber das Solo-Reisen ist nochmal das i-Tüpfelchen. Ich wüsste nicht, wie ich noch mehr Freiheit erreichen könnte. Und laut Harvard-Studien ist die eigene Freiheit maßgebend dafür, wie glücklich man selber als Person ist. Und deswegen bin ich so ein strenger Vertreter des Vanlife-Solo-Reisens. Ja, super wichtiges Thema für mich persönlich. Einer der großen Ängste, alleine herumzureisen. Wenn dir dazu irgendetwas einfällt, du andere Erfahrungen hast, dann schreib es mir bitte. Ich versuche mit so vielen Leuten über alle möglichen Themen zu reden, wie es nur geht. Ich hoffe, es war für dich irgendwie hilfreich. Ich hoffe, das Video hat dir auch gefallen. Das nächste Video ist auf multiple Anfrage hin. Ein Video über das Thema Stealth Camper. Also ein Camper, bei dem man nicht sofort erkennt, dass es ein Camper ist, wie meiner, ohne Fenster und so weiter. Vorteile, Nachteile. Würde ich das nochmal machen. Ich werde da komplett alles ansprechen. Ich muss jetzt schnell zum Auto zurück. Die Sonne geht schon unter. Mir kamen 2 Fotografen entgegen, die schon vor einer halben Stunde runtergegangen sind. Aber die müssen natürlich runter zum Dorf. Ich muss hier oben nur zu meinem Auto. Das sind einer der magischen Momente, die man erlebt. Keine Sau ist hier oben. Die Sonne ist gerade hinter den Bergen verschwunden und wirft noch wunderschöne Farben. Doch bevor ich jetzt noch Tschüss sage, habe ich versprochen, dass ich bei 500 Abonnenten zeige, wie ich in meinem Plüsch-Overall aussehe. Das passt gerade auch perfekt, weil es wird eiskalt hier. Wow. Huiuiuiui, ist das schön. Dann sehen wir uns Schokohäschen gleich im Auto. Und bis dahin sage ich, wir sehen uns unterwegs. So, 500 Subscriber. Ich hab's versprochen, also mach ich's auch. Das hier ist er. Mein Plüsch-Overall-Anzug. Ja, und voila. Tada! Wie man sieht, das besteht aus so dickem Plüschmaterial. Die Hitze vom Körper wird sofort abgestrahlt und bleibt drin. Da das ein Stück ist, wandert sie dann auch hoch und runter. Das ist einfach der Wahnsinn. Ich bin schon ganz oft in dem Ding eingeschlafen. Ich werde für den Rest meines Lebens so einen Anzug in meinem Schrank haben. Man kann natürlich noch die Kapuze aufsetzen. Das sieht besonders trottelig aus. Aber es wird mir jetzt auch zu heiß hier drin. Falls ihr Ideen habt für 1000 Subscriber, was ich da machen könnte. Ich denke, 1000 Subscriber, das wird dann ein paar Monate dauern. Und bis dahin lässt sich ja einiges finden. Alles klar, noch einen schönen Abend. Ich mach's mir jetzt richtig muckelig hier im Kabuff. Und noch einmal, wir sehen uns unterwegs.